Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zur zweiten Folge von Volta Story bei FIFA 20. Nachdem wir jetzt in der letzten Episode mal so ein bisschen die Protagonisten kennengelernt haben, werden wir jetzt wahrscheinlich bei einem lokalen Turnier mitmachen, um es wahrscheinlich zu gewinnen und dann irgendwie auch eine Einladung für die Weltmeisterschaft in Buenos Aires, also irgendwo in Argentinien auf jeden Fall, zu bekommen. Dann wollen wir mal direkt starten. Weiter geht's mit der Volta Story. Okay, 4 gegen 4 ohne Torwart, Wende, Torvorgabe 5, kleiner Platz. Runde 1. Gut, es gibt also 3 Runden, wenn ich das richtig sehe. Dann wollen wir es mal machen. Mit Team spielen. Die mit Revi spielen. Was ist das denn? Also ohne mich oder wie? J10 gegen J10. Nur wieder gegen uns selber? Okay. Dann los geht's. Ach, der spielt für uns selber, okay. Spielen wir halt mit uns alleine. Geht doch auch. Auch interessant. So. Oh, kein guter Pass. Was war das denn? Toll. Toller Jubel. Einfach gegen die Wand laufen. Spiel doch. Ha. So, geht doch. Zufallsjubel. Das sah besser aus als der Jubel vom Gegner. Gutes Tackling, würde ich mal sagen. Uff, bring. Komm, schick mich doch. Da unten. Sehr gut. Schöner Ball. Easy. Schaut aus diesen. Pass von mir an. Und die Führung. Und einfach unverzichtbar fürs Team. Das war jetzt geschenkt. Und wieder ein Zufallsjubel. Zack. Zack, immer gerne mal der im Laden Petrisch-Jubel. Gut, ich glaube, ich stelle mal gleich eine Stufe höher. Könnte etwas zu schnell gehen. Oh, gut gemacht. Also gut geblockt. 4-2. Easy. Und damit gewinnen wir Runde 1, 5:2. So, dann sind wir jetzt mal, denke ich mal, Runde 2, ne? Yo, hast du das gesehen? Check den Clip. Das ist praktisch das YouTube von FIFA. Sehr gut, eine 9,8. 3 Tore in der Vorlage, 4 Schüsse, 7 Pässe. Oh, immerhin im Dribbling verbessert.
Gut, ich würde gerne was anpassen. Hoffe, dass wir jetzt nicht das zweite Spiel machen. Nee, noch nicht gut. Dann kann ich ja schnell noch die den Schwierigkeitsgrad ändern. Auf Weltklasse. Versuchen wir es mal so. Gucken wir, ob wir direkt ablosen. Ich hoffe mal nicht. So, weiter mit der Volta-Story. Runde 2. Spielen wir wieder mit Revi, also mit uns selber. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich es lieber mit der ganzen Mannschaft spielen soll oder mit mir selber. Mir ist es egal und gerade wollte ich das mal ausprobieren. Da bin ich mal gespannt. Ich wollte ihn eigentlich nicht passen, sondern anfordern, aber gut. Okay. Das war nicht gut von mir, ihn anzufordern. Geht doch. Die Jungs sind teilweise ein bisschen merkwürdig. Was war das denn? Ach, bin ich leider nicht reingekommen. Sehr gut. Schießen. Gut. Spiel gedreht. Von Bobby Pilley. Ein Treffer. Da merkt man direkt den Unterschied. Ich mache nicht mehr so viele Treffer. Oh, ich mache viele falsche Entscheidungen. War gut geblockt von mir. Zack. Nicht gut gespielt. Den mache ich. Ach, der Ausgleich. Was ist das denn? Wie sieht Afrika aus? Eieiei. Schon schwieriger geworden. Sehr gut. Muss ich direkt schießen. Dürfte es gewesen sein. Ey, ey, ey. Na geht doch. Fucking Ringgitter laufen. Toller Jubel. Muss ich schon sagen. Och nee, dass er nicht ankam. Na gut. Och. Tor ist leer. Mach den. Jetzt aber. 16 Sekunden vor Schluss.
So, der letzte Treffer entscheidet das Spiel. Kein Tor von mir, aber wir haben zwei vorne. Was ist ein Foul von mir? Gut. Schon mal vorne, ne? Aber wenn man ein bisschen reinkommt, dann geht's eigentlich. Weiter geht's. So. Und. Och nee, der hätte es reinmachen müssen. Ein bisschen gezielter spielen. Mach ihn. So. Und der Sieg 5 zu 4. Ich finde ein bisschen, dass dieser Jason hier aussieht wie... Ich sag nur so, halt, stopp, jetzt rede ich. Oder? Manchmal hat er da ein paar Gesichtszüge, die an ihn erinnern. Perfekt, so. 4 Torvorlagen? Okay, das ist auch nicht so schlecht. Nur der Abschluss könnte ein bisschen besser sein. So, dann machen wir mal direkt die letzte Partie. Dann haben wir anscheinend das Lokalturnier gewonnen. Denke ich mal. Hey, kannst du noch? Energie ohne Ende. Da ist es. Oh, komplett unfassbar. Jay! Ich habe den Clip hochgeladen. Alle sind begeistert. So viele Views. Gut gespielt. Ja, jetzt sieht die Welt endlich, was wir können. Okay. Hör zu, im nächsten Spiel müssen wir nochmal... Oh, Wahnsinn. Ja! Sick Skills. Hey. Schon klar. Mit coolen Clips wird man berühmt. Aber zur WM bringt ihr uns ganz sicher nicht. Uns. Dieses Team schon. Also los. Hey, film mich einfach weiter. Damit habe ich kein Problem. Ja, mal sehen. Denn wenn ich gefilmt werde, werde ich berühmt. Das ist ja das Wichtigste. Runde 3, wieder gegen dieselbe Mannschaft. Hoffen wir, dass das in Zukunft ein bisschen ändert. So viel mehr Spaß, glaube ich, wenn ich nur mich selber spiele. Dann muss ich ein bisschen taktischer denken, finde ich. Jetzt würde ich gerne mal ein Tor erzielen. Am besten alle 5. So, das Finale. Los geht's. Ach, shit. Sehr gut. Da ist die frühe Führung. Und ein Jairzinho. Sehr gut von mir. Shit, nicht gut von mir. Das war dumm von mir. Oh. So kann es auch gehen. Ich glaube, dass meine eigene Mannschaft auch ein bisschen intelligenter spielt als die gegnerische. Oh, da ist meine erste Torvorlage. 3-1. Schon die Lücke gesehen und die Bobby Pillay zieht direkt ab. Ach, ich will die noch einmal reinmachen jetzt. Was war das denn? Das war ein bisschen peinlich, aber der geht rein. Ach nicht.
Unglaublich. Jetzt aber. Doch, geht doch. Den Mbappé habe ich es gemacht. Kylian Mbappé. Bin mindestens genauso gut, ja? Marie, ich will den letzten Treffer machen. Och, unnötig. Aber ich denke, wenn die Zeit abgelaufen ist und eine Mannschaft führt, dann gewinnt die wahrscheinlich. Nein. Die Entscheidung. Ein Tor, zwei Vorlagen. Wir gewinnen. Das Finale. Auch ein spezieller Jubel. Wie viele verschiedene Jubel es hier wohl gibt? Würde ich mich mal interessieren. Ja, schönes Spiel von mir. Einige dumme Pässe. Aber sicher Sieg. Auch auf Weltklasse. Da ist der Sieg und der Pokal. Ein Tor, zwei Vorlagen, 13 Pässe, immerhin drei Zweikämpfe, kein einziger Block. Gut. Perfekt. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Bin ich mal gespannt. Heftige Aktion, Mann. Geil. Richtig gutes Tor. Ich feier. Genial. Den Knall hat jeder gehört. Jay, was ist los? Nimm die Kamera weg, Sid. Eventuell das Kreuzband. Nein. Ist alles gut. Ja. Das wird nichts mehr. Jay, du brauchst einen Arzt. Kreuzbandriss heißt für ihn das Aus für die Weltmeisterschaft. Und das bedeutet auch das Aus für unsere Weltmeisterschaft. Das sieht nicht so gut aus. Eine Kreuzbandverletzung von Jay Singer, unserem besten Spieler, kann man sagen, dem Gründer des Teams. Aber auch in solchen Momenten kann ein Team umso stärker wachsen. Ob wir es schaffen und wie es weitergeht, seht ihr dann morgen in der nächsten Episode von Volta Football Story. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Könnt ihr immer sehr gerne in die Kommentare euer Feedback hinterlassen und wir sehen uns dann morgen wieder, denke ich mal. Bis dann. Ciao.